Crow Team owns. Hello, 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 hello. Ja, und damit willkommen zurück zu Serious Sam. Ich habe euch ja schon vorgeschnitten, dass ich noch ein weiteres Geheimnis gefunden habe. Ja. Und damit fehlt uns im ersten Level noch genau eins. Wie gesagt, ich würde gerne auch das noch das letzte finden. Ich habe aber echt keine Ahnung wo. Ich habe schon mit dem Raketenwerfer, gut, dass ich auch leicht spiele, also Tori ist ja der leichteste Modus, deswegen ich konnte mit dem Raketenwerfer fast alle Wände abklopfen. Hat nicht viel gebracht. Ich habe nichts gefunden. Aber vielleicht weiß ja irgendjemand, wo das letzte Geheimnis ist. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja. Gut, dann machen wir weiter. Ja, ihr seht, ich habe halt wirklich wieder zu dem alten Stand zurückgespielt. Also, da ich zwischendurch ausgemacht habe, weiter musste ich halt nochmal das erste Level machen, um auch hier mit dem Raketenwerfer zu starten. Das merkt sich der Spieler nicht. Ich weiß hier von... ich weiß hier von sehr wenig... von sehr wenig Geheimnissen. Also von den 6, die es hier geben soll, kenne ich glaube ich 3. Und ja, die liegen alle auf dem Weg. Da kann ich diese Aufnahme dann auch quasi zufällig an den Geheimnissen vorbeilaufen. Das ist nur größerer Munitionsvorrat. Ja, ihr seht, meine Tic-Tac oben läuft schon. Das finde ich extrem entspannt bei dem. Ja. Wir könnten uns theoretisch das Spaß machen, mal den Modus zu ändern. Also es gibt hier unterschiedliche Gewaltdarstellungen wie in jedem normalen Spiel. Und hier gibt es aber auch die Looteinstellung Rot-Grün aus Kinder und Hippie. Und für alle, die sich jetzt erstaunlicherweise nichts unter Bluteinstellung Kinder oder Hippie vorstellen können, kann ich das ja mal im nächsten oder übernächsten Party jeweils machen. Es macht das ganze Spiel sehr lustig, aber das Spiel nimmt sich sowieso nicht allzu ernst. Ja. Gut. Wir haben gerade Kugeln gefunden, die eigentlich für Minigun oder Maschinengewehr sind. Ich weiß aber nicht, wo ich in diesem Level verfrüht eine Maschinengewehr bekommen soll. Also, ich meine hier alle Felsen schon mal abgeklopft zu haben. Das zeichne ich jetzt abklopfen. Ich habe keine Ahnung. Also ganz ehrlich, wenn euch was auffällt oder wenn ihr es wisst, immer her damit. Sagen mal, verwerte solche Informationen gerne. Würde das dann auch noch nachspielen, zeigen, aber selber komme ich. Keine Ahnung. Aber man muss die Waffe ja auch nicht immer bei der Munition finden. Vielleicht ist sie ja ganz woanders. Oder ich finde sie erst in ein paar Räumen. Hätte sie schon finden können im letzten Level. Ist ja alles möglich. Nur, ich habe keine Ahnung wo. Ja, hier in den Felsen rumklettern bringt auch nicht so viel. Meistens wird man resettet, wenn man zu weit vom Weg abkommt. Also dann wird man wirklich wieder zurück auf die Karte teleportiert.
Ja gut, das Bäumchen steht da noch ganz alleine, das können wir auch noch wegräumen. Ich glaube, ihr wisst jetzt auch, warum ich im letzten Level so wenig Raketenwerfer eingesetzt habe. Es ist einfach mein Weg, Geheimnisse zu finden. Also, die Wände halt abzuklopfen, ob da wirklich Geheimnisse sind oder nicht. Hey Pony. Und hier scheint mir keins zu sein. Nö, ich sehe hier keins. Wer eins sieht, kriegt einen Keks. Nein. I'm over here, you stupid headless freaks. Na? Dreht da noch mal einer um? Gehen wir erstmal in den Lootraum. Ja, das hier ist eine dieser legendären 1-HP-Pillen, von denen ich mal geredet hatte. Wenn ihr auf die Lebensanzeige unten rechts in der Ecke sagt, unten links in der Ecke achtet, 1 HP. Ja, man weiß ja nie, wo Verstecke sind. Alles abklopfen. Alles abklopfen. Vielleicht findet sich ja noch was, was keiner vermisst. Hier nicht, da nicht, da nicht. Da nicht. Du? Hast du ein Geschenk? Nein? Große Kugel. Ich messer sie. Auf die Kugel kann ich auch nicht. Nichts zu machen. Boah. Ein kleiner Raum. Also es gibt es öfter, dass die Türen einfach zugehen und erst auf, wenn eine Seite ausgelöscht ist. Und im Idealfall ist das nicht meine. Das geht aber gar nicht so. So, was das? Wenn er meint, das sagen zu müssen. Ich sehe hier auf jeden Fall keine Geschenke. Warum sage ich immer Geschenke? Verstecke. Nein, sieht hier nicht nach Versteck aus. Dann... Nächste Tür. Ganz ruhig, Bombe. Eins, eins, eins. Also, ich sammle hier halt ganz oft eine Rüstung ein. Eins Rüstung. Yeah. Geheimes Loch entdeckt. Nicht viel drinnen, ne? Da oben noch eine geheime blaue Rüstung. Ich weiß aber nicht, wie ich sie bekommen kann. Ich kann sie nicht runterschießen. Toll, jetzt stehe ich auf der Fackel. Nee, keine Ahnung. Weiß ich echt nicht. Ich habe ja irgendwie die Vermutung, dass es hier was mit zu tun hat, aber hier fällt man nur runter. Und auch so, man springt hier auf nichts drauf. Es
ist nichts da. Diese Raketen sind halt auch super, um unsichtbare Gänge in der Luft aufzudecken, aber hier gibt's nichts aufzudecken. Ja. Dann mal weiter, ne? Ach ja, der Vorteil am Turi-Modus ist auch, man kann ruhig mit Raketen neben sich auf den Boden schießen. Bei normal würde man sich damit selbst Schaden machen. Bei leichtem Turi. Oh, da steht einer. Tja. Hey Bomber, an dir vorbeigeschossen. Peinlich. Und auch hier gibt es wieder einige Geheimnisse, bin mir sicher. Ich habe nur keine Ahnung wo. Hier kann man reinrennen. Dann kommt einem so eine Kugel entgegen. Aber das ist kein Geheimnis. Ja, zwar toll, wenn das ein Geheimnis wäre, aber ist es nicht. Hier mit denen spiele ich halt immer dieses Ausweichen und draufhauen. Wenn sie in vertretbaren Mengen sind, natürlich. Also wenn mir davon jetzt 50 Stück entgegenkommen, dann lasse ich das eher. Tadam. Down und so. Und hier das gleiche Spiel nochmal. Weg da. So einer Kugel ausweichen. Ah, Biomag. Klein diesmal. Wir hatten ja letztes Mal die großen roten. Gibt's auch in klein und blau. Machen aber auch nicht viel anderes. Sterbeanimation ist ähnlich. Die schießen aber nicht, wenn sie tun. Also die großen roten fallen ja um und geben dann noch einen letzten Schuss ab, der irgendwo hinfliegt. Die kleinen nicht. Die fallen einfach nur um und sie geben sich geschlagen. So, hier oben geheimen Ort gefunden. Das meinte ich auch mit. Manchmal sammelt man eine HP ein und dann stehen auf einmal 8 Gegner. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau 8 waren. Das war einfach nur. Ich wollte damit ausdrücken, manchmal spawnen eine ganze Menge Gegner für 1 HP. Und es sind halt Nahkämpfer, die sind direkt um mich rumgespawnt. Ich hätte da sofort rüber rennen müssen, um auszuweichen, aber dafür spiele ich das Spiel nicht häufig genug. Ja, und hier drinnen gibt es jetzt keine Verstecke mehr. Entsprechend, ja, kurzer Part, ne? 3 von 6 Geheimnissen. Obwohl ich schon ziemlich viel Zeit mit Suchen verbraucht habe, dafür habe ich alle Gegner getötet. Kommt vor. Rekord bislang. Achso, das ist... Ja, gut. Grab Ramses. Fangen wir damit noch an. Hey, Leute. So. Nach hinten geht's nicht weiter. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich bei ungefähr 6 Minuten Mark erreicht haben werde. Das Etappenziel für jetzt. Ja, es ist hier so ein bisschen auf Schockeffekte aus. Man erschreckt sich da auch regelmäßig. Hört man sich auch, dass ich mich da voll verjage und so. Nein? Ich erschrecke mich auch nicht. Hm.
Angriffsstrategie könnte man noch mal überdenken als Pony. Andererseits ist es für mich okay, wenn die Gegner Fehler machen. Naja, das meinten sie mit manchmal fliegen. Hatte ich ja vorgelesen, dass die Viecher manchmal fliegen. Jo. Und sie. Das war's schon. Mehr gibt's da oben nicht. Doch, da muss noch was geben. Geheimen Ort gefunden. Wo hab ich denn einen geheimen Ort gefunden? Hier drüben? Ja, ich verbrenne mir die Füße. Ist das da drüben der geheime Ort oder wo ist hier geheimer Ort gefunden? Geheimer Ort kaputt gemacht vielleicht, ja. Also manchmal sind diese Fackeln... Ich wollte aufhören, mit der Maus herumzuschleudern und versuchen, was zu zeigen. Manchmal sind diese Fackeln Teleporter. Und wenn man die Teleporter kaputt macht, dann funktionieren sie nicht mehr. Das war auch logisch. Ja, auf jeden Fall... Hey, explodier mal. Sehr schön. Ah, deswegen kam die Meldung hier. Das ist ja gut. Schön, dass wir das geklärt hätten. Ja. Ihr seht, ich tendiere immer noch dazu, überall alles nach Fallen, ja. Meistens sind es Fallen. Nach Geheimnissen abzusuchen. Auch die Fackel da oben kommt mir seltsam vor. Mach sie einfach mal kaputt, vielleicht fällt ja was raus. Nein. Es ist auch sehr schwer, diesen... Ja, wie nennt man das? Erkunderinstinkt? Sammelbedürfnis? Ah, ich höre schon wieder lustige Gegner. Oh, falsche Waffe. Ja, das halt abzustellen. Ich bin es gewohnt, ich... Ich kenne auch viele, die deswegen teilweise gestreikt haben fast. Also ich habe dann die Level, also in dem Spiel ist es wirklich so gewesen, ich habe mit ein paar Leuten zusammen gespielt. Nach einer Zeit hieß es dann, ja, Tippi, mach du mal hier deine Suchaktion, wir spielen so lange. Weil die das halt absolut nicht lustig gefunden haben. Und dann bin ich rumgelaufen und habe die Level abgesucht und entweder habe ich was Tolles gefunden, was sie dann haben wollten, dann sind alle zurückgekommen, oder ja, irgendwann war das Level vorbei, obwohl ich gerade bei der Hälfte war. Aber ja, eigentlich hätte ich das auch wirklich alleine machen können. Aber für mich gehört es halt zum Spiel dazu. Wenn sich die Entwickler schon die Mühe machen, Geheimnisse und Verstärker einzubauen, dass ich dann wenigstens so tue, als würde ich danach suchen. Und weil ich nicht auf die Zeit geachtet habe, muss ich nachträglich hier einen Cut machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.